Er lag unbequem in dem viel zu flachen Grab. Es war mal wieder reichlich kurz geworden, sodass er seine Beine krumm machen musste. Er fühlte die eisige Kälte im Rücken. Er fühlte sie wie ein Kleintod. Er fand, dass der Himmel sehr weit weg war. Dass man kaum mehr sagen mochte, er ist gut, er ist schön. Sein Abstand zur Erde war grauenhaft. Und die Erde war so unirdisch kalt und störrig in ihrer eisigen Erstarrung, dass man sehr unbequem in dem viel zu flachen Grab lag. Sollte man das ganze Leben so unbequem liegen? Ach nein, den ganzen Tod hindurch sogar. Das war ja noch viel länger. Na, passt es, Jesus? Jawohl, passt. Ich mach nicht mehr mit. Was ist los? Ich mach nicht mehr mit. Haben Sie gehört, Herr Unteroffizier? Jesus macht nicht mehr mit. Wieso? Wieso? Nein, ich kann das nicht mehr. Jeden Tag die Gräber ausbringen. Jeden Tag 7 oder 8 Gräber. Gestern sogar 11. Und jeden Tag die Leute da reinklemmen. In die Gräber, die nicht mal passen. Und die Leute sind manchmal so steif und krumm gefroren. Das knirscht dann so, wenn sie in die engen Gräber geklemmt werden. Und die Erde ist so hart, eisig und unbequem. Das sollen sie den ganzen Tod lang aushalten. Und ich kann das Knirschen nicht mehr hören. Es ist ja, als wenn Glas zermahlen wird. Wie Glas. Halt das Maul, Jesus. Wir müssen noch 5 Gräber machen. Nein. Nein. Die Gräber sind doch viel zu flach. Im Frühling kommen nachher überall die Knochen aus der Erde. Wenn es taut, überall die Knochen. Nein. Ich will das nicht mehr. Nein, nein. Und immer ich. Immer soll ich mich ins Grab legen. Ob es passt. Immer ich. Allmählich träume ich noch davon. Das ist mir grässlich. Wisst ihr, dass es ich immer bin, der die Gräber ausprobieren soll. Immer ich, immer ich. Nachher träumt man noch davon. Mir ist das grässlich, dass ich immer in die Gräber steigen soll. Immer ich. Um Gottes Willen keinen wecken. Um Gottes Willen. Keinen weg. Jesus! Sie kehren sofort um! Ich gebe Ihnen den Befehl! Sie haben sofort umzukehren! Jesus! Leise, leise, um Gottes Willen kein Becken. Ich will das nicht mehr. Nein, nein. Immer ich. Immer ich. Ich muss ihn melden. Melden muss ich ihn. Das ist klar. Das ist Dienstverweigerung. Wir wissen ja, dass er einen weg hat. Aber melden muss ich ihn. Und was machen Sie dann mit ihm? Nichts weiter. Gar nichts. Nichts. Der Alte lässt ihn vorführen. Der Alte hat immer seinen Spaß an Jesus. Dann brüllt er ihn zusammen, dass er 2 Tage nichts isst und redet und lässt ihn laufen. Dann ist er wieder ganz normal für eine Zeit lang. Aber melden muss ich ihn erstmal. Schon weil der Alte seinen Spaß dran hat. Und die Gräber müssen doch gemacht werden. Einer muss doch rein. Ob es passt, da hilft doch nichts. Warum heißt er eigentlich Jesus? Oh! Das hat keinen weiteren Grund. Der Alte nennt ihn immer so, weil er so sanft aussieht. Der Alte findet, er sieht so sanft aus. Seitdem heißt er Jesus. Ja, melden muss ich ihn. Das muss ich. Denn die Gräber für die Toten müssen ja sein.